knifflige Regelkunde-Fragen zu Beginn. Wie entscheidet eigentlich ein Schiedsrichter, wenn beim Fußball ein Verteidiger einen Einwurf Richtung eigenes Tor wirft und der Ball ohne Berührung durch einen Spieler ins Tor geht? Auflösung später. An zwei Tagen trafen sich die Fußballschiedsrichter des Landes zum Sommerlehrgang in der Sportschule Güstrow. Die Elite, unparteiische von der dritten Liga bis zur Landesliga, kam am Samstag zusammen. Und für die ging es erstmal auf den Sportplatz. Erwärmung mit Ball. Ja, Schiedsrichter können durchaus kicken, auch wenn böse Zungen etwas anderes behaupten. Die Überprüfung der körperlichen Leistungsfähigkeit stand auf dem Plan. Zunächst Sprints. 6 40-Meter-Sprints, die je unter 6,8 Sekunden absolviert werden müssen. Vollgas auch für Florian Markhoff vom FC Mecklenburg-Schwerin. Er wurde gerade zum Schiedsrichter des Jahres gewählt und pfeift ab kommender Saison in der Regionalliga. Nach den Sprints geht es auf die Tartanbahn zum FIFA-Test. Eine herausfordernde Mischung aus schnellem Lauf und kurzen Gehpausen. Das Ganze auf insgesamt 10 Stadionrunden. Ja, dieser Test ist ja sehr praxisnah. Es ist ja im Spiel tatsächlich auch, dass man als Schiedsrichter auch mal geht oder tatsächlich auch mal steht, wenn der Ball im Aus ist, aber dann eben auch wieder einen Sprint ansetzen muss, also eine höhere Geschwindigkeit, um dem Spiel dann auch letztendlich zu folgen. Auf den ersten Runden läuft die Gruppe harmonisch zusammen. Irgendwann zieht sich das Feld ein wenig auseinander. Schiedsrichter auf diesem Niveau müssen tatsächlich topfit sein. Florian Markhoff versucht, die Kollegen in die jeweilige Zielzone zu ziehen, die langsam mit dem Tempo Schwierigkeiten bekommen. Die Schiedsrichter verstehen sich eben auch als Mannschaftssportler. Also gerade bei uns Schiedsrichtern, wenn man im Team losfährt zu dritt, sitzen alle in einem Boot und wir kämpfen uns da zusammen durch. Und auch bei so einem Leistungstest ist der Gedanke natürlich auch vorne mit dabei, dass man demjenigen hilft, der vielleicht ein paar Probleme hat, dass man den noch mit durchzieht. Ja. Der FIFA-Test für die Gruppe Landesliga-Schiedsrichter muss aufgrund eines plötzlichen Gewitters abgebrochen werden. Nun steht für die Unparteiischen Kopfarbeit auf dem Programm. Es ist sehr kompakt, dieser ganze Lehrgang mit den beiden Leistungsprüfungen. Also der Tag ist vollgepackt. Dann haben wir natürlich gerade zur neuen Saison relativ viele Regeländerungen, die wir dann natürlich auch umsetzen müssen. Also praktisch auch, wenn jetzt nächstes Wochenende schon ein Freundschaftsspiel ist, sind wir da schon angehalten, die neuen Regeln umzusetzen. Und da müssen wir natürlich auch fit sein. Ja? Auch wissen, was ist neu, was ändert sich, damit die Spieler das dann auch transparent mitbekommen, was also neu ist. Ja. In der Aula der Sportschule werden die Schiedsrichter von Lehrwart Enrico Barsch intensiv über die Regeländerungen zur neuen Saison informiert. Und die sind durchaus umfangreich und praxisrelevant. Zum einen haben sie gesehen, Handspiel wird heiß diskutiert, bis in die Bundesliga natürlich. Und das merkt man auch auf den Amateurplätzen. Da gab es einige Präzisierungen und Klarstellungen und insbesondere, wenn man mal so an persönliche Strafen denkt, gibt es auch ein, zwei Neuerungen. Zum Beispiel ist es demnächst möglich, dass Trainer für unsportliches Verhalten Verwarnung oder rote Karten bekommen, so wie die Spieler auch auf dem Feld. Eine weitere, durchaus sinnvolle Regeländerung: Spieler, die ausgewechselt werden, sollen das Spielfeld an der nächsten Möglichkeit verlassen. Lange Auswechselarien sollen damit verhindert werden. Den Schiedsrichtern kommt nicht nur die Aufgabe zu, diese Regeln durchzusetzen, sie müssen das Ganze auch gut für die Fußballer und Trainer kommunizieren. Nicht nur Regelkunde ist wichtig für die Schiedsrichter, Spielberichtsbögen oder Sonderberichte. Alles hat seine gewünschte Form. Der Schiedsrichter muss Bescheid wissen. Für die Arbeit an der Pfeife werden sehr engagierte Ehrenamtler gesucht. Derzeit gibt es in MV zwischen 800 und 900 Schiedsrichtern gerade genug, um den Spielbetrieb aufrechtzuerhalten. Wir müssen unseren Schiedsrichtern ein gutes Angebot machen, damit auch die Schiedsrichterei attraktiv bleibt. Und, was man auch immer sagen muss, wir müssen auch mit allen anderen Parteien des Fußballs im Gespräch bleiben. Denn das Klima, wie es auf dem Fußballplatz herrscht, ist auch ganz entscheidend dafür, ob es sich auch für die Schiedsrichter einfach lohnt, zu pfeifen. Niemand, der hier ist, kann das im Grunde, die monetäre Entschädigung, die reicht einfach nicht aus, ja, sondern eigentlich muss es den Schiedsrichtern Spaß machen, auf dem Fußballplatz zu sein, und sie wollen auch akzeptiert werden als Teil des Fußballs. Und ja, daran arbeiten wir eigentlich kontinuierlich, da ein bisschen positiveres Klima zu schaffen. Schiedsrichter in MV mit Ernst an und Spaß bei der Sache. Kurz die Auflösung der Eingangsfrage.
Wenn der Verteidiger einen Einwurf ins eigene Tor wirft, gibt es Eckball. Hand aufs Herz, wer hätte das vorher gewusst?